So, ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge von Crash Bandicoot. Oh, ja, was soll ich sagen? Wir haben das Bonuslevel geschafft. Hey, doch toll, oder? Mein Gott, war das eine Geburt schon wieder. Oh, möchte ich da? Ah, es ist wieder, oh Gott. Nichts Schöneres als umgekehrte. Scheiße. Ich will unbedingt die Wumpas haben. Als umgekehrte Rutschsteuerung. Kann man sich Schöneres vorstellen? Weiß nicht. Suizid zum Beispiel finde ich schöner spontan. Oder weiß nicht. So, sein. Sein Pimmel abhacken oder so. Finde ich auch spontan tatsächlich ein bisschen angenehmer. Nur so zwei Sachen, die mir spontan einfallen. Bestimmt noch mehr. So, hier ist doch, das ist doch irgendwas, oder? Da ist einen. Ist eigentlich dumm. Da ist einen. Okay. Gar nichts. Juhu. Er ist direkt in den Rhein gesprungen. Hätte ich das wieder ein bisschen unfair gefunden. Aber den war es ja zum Glück nicht. Habt doch aber Glück gehabt. Ob Spielzeuge. Oh, der hat die Kiste kaputt gemacht. Schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eine Wumperfrucht noch. Dann darf ich keine mehr sammeln. Oh. Mist. Oh. Gott! Im Himmel. Ich habe die Kiste da oben gesehen, ne? Keine Sorge. Aber ich wollte auch erstmal. Ich wollte erstmal Ruhe finden. Wäre schon mal nett gewesen. Akute Gefahr im Nackenbereich. Rechts, oh Gott. Nur wieder ein Viech raus, wollte ich eigentlich gerade sagen. War anscheinend nicht. Ich hoffe so sehr, dass ich noch nichts übersehen habe. Was zum Teufel? Ich hasse es jetzt schon, ey. Ich finde es auch echt nicht einfach zu. Oh Gott, bis dahin ohne sterben. Bin ja auch nur 18 Mal gestorben bisher. Das wird noch ein richtiger Akt, ne? Warum ist die Kiste? Achso, ich muss mich umdrehen. Sagen, wie komme ich denn dahin? War das schon die Nitro? Ja, ich glaube schon, oder? Ach so. Doch nicht. Oder war ich gerade mal nur zu dumm? Warte mal, ist hier vorne eigentlich irgendwas? Noch voll viel. Oh Gott. Also voll viel Wumpas mal. Warum? Ach, Crash. Crash, Crash, Crash. Wenn ich meine kühnsten Träume hätte ich mir nicht diesen den Schwierigkeitsgrad dieses Spiels ausgedacht, ne? Die Crash Bandicoot Spiele waren noch nie ultra leichte Kost, ja? Da gab es immer schon knackige Kacklevel. Aber hier ist ja wirklich jedes Level schlimmer als das schwierigste in, weiß ich nicht, Crash 3. Crash 3 war das einfachste. Crash 1. So, soll ich. Ich wollte rüber springen. Ach so. So. Ne, da kommen die nicht mehr weg. Das heißt, ich muss schon. Oh, das ist so
dumm, dass man da stirbt. Also irgendwann ja, aber dieser Bereich ist einfach so lächerlich. Ich war noch im Bild. Wenn ich an einem bestimmten Punkt die Schwerkraft wechsle, dann sollte ich einfach nicht mehr sterben. Dann sollte es einfach instant anders sein. Finde ich halt dämlich. Das war, glaube ich, ganz schön knapp gerade. Einen Edelstein haben wir. Toll. Oh Gott, was war das? Gott, das war wieder so scheiße knapp, glaube ich, ne? Ach, diese Beschleunigung so kacke ist. Ach du meine Güte, okay. So, warte mal. Ein bisschen cheaten. Uiuiuiui. Hier haben wir einen Checkpoint, da vorne ist nichts mehr. Nö. Oh nee, jetzt kommt nochmal so ein Scheißvieh hier. Oh. Aber jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben. Jetzt muss ich leider auch, jetzt muss ich jede Kiste sammeln. Ich hasse es. Also hier Perfect Relic, nee. Das ist so eine Sache, die ich niemals schaffen würde. Oder bei der ich, sag ich mal, bevor ich schaffen würde, wirklich mich in ein Irrenhaus einschicken lassen könnte. Jetzt ohne Witz, ich würde komplett wahnsinnig werden hierbei. Einfach nur auf dieses Glück hoffen, dass irgendwie diese Reitsteuerung ist. Ich meine, die Polar-Level, also die Polar-Level waren auch manchmal ein bisschen knackig, aber die Pua-Level in Teil 3, die haben mir echt Bock gemacht. Da checke ich auch nicht, warum die es so verkackt haben hier. Hatte ich jetzt die eine Kiste da? Na gut, war richtig hier unten lang, denke ich. Okay. Oh. Ah, okay. Ja, ich hab verstanden, wo wir boosten müssen. Mir ist wieder stutzig, macht den geheimen Edelstein haben wir auch immer noch nicht gefunden, ne? Er ist bestimmt bei so einer Reitpassage irgendwo, wo man dann eigentlich hochspringen sollte. Und so. Aber. Hm. Hier komplett konzentrieren, ey. Und Checkpoint. Oh Gott, ja, okay, jetzt gibt's keinen zurück mehr. Falls ich eine verpasst habe, dann. Wow! Ist doof. Ja. Ja, an der Stelle alle bekommen, ist auch wieder sehr spaßig. Oh, zum Glück haben wir einen Checkpoint eingebaut, ey. Jesus. Ja, okay, da ich war ein bisschen weit links, gebe ich zu. Ein bisschen rechts schalten. Mein Gott, ich mache aber auch immer. Ich traue mich nicht so weit nach rechts, weil ich dann Angst habe, dass die Linken übersehe, weil die Hitboxen, das ist dann die dritte Problematik, bei den Reitleveln, echt merkwürdig ist. Einmal bist du gefühlt schon in den Kisten drin und. Ich mache immer den gleichen Fehler, ne? Den nicht gebacken. Jesus! Die Musik fehlt übrigens. Ja. Toll. Ja, toll. Ich wollte die nicht mal verpassen, die eine. Zur Übung wollte ich schon mal die wenigstens schaffen. Ah, Musik. Nee, doch nicht. Ja, ist ja auch nicht so wichtig, die Musik. Tötet eh nur die Atmosphäre. Oh. Ach du Scheiße. Okay, die Kisten zu bekommen wird auch wieder ein richtiger Akt auf jeden Fall. Warum hört die Musik dann auf? Es kommt aber diese Anfangs-Jingle. Das ist wahrscheinlich der auf das Viech aufsteigen-Jingle. Aber irgendwie geht es dann auch nicht weiter.
Da gibt es ja ab einer gewissen Anzahl an Tonen einfach keine Musik mehr, so als Strafe. Ey, fick dich doch, Mann. Oh Gott, diese beiden Kisten, da werde ich auch wieder jahrelang dran hängen. Aber ich gebe nicht auf. Jetzt habe ich ja schon alle Kisten gesammelt, also hoffentlich. Muss ich sie auch weiter versuchen. Boah, wenn mir am Ende eine Kiste fehlt, das wäre einfach das Frustrierendste von allen bisher, ne? Weil das Level einfach schon über eine halbe Stunde geht. Minuten fast. In der letzten Folge ging auch schon fast eine halbe Stunde, weil ich die Bootlevel einfach 17 Jahre gebraucht habe. Boah, guck, da wieder diese verschissene Hitbox, ey. Bei einem Crash hätte ich die aber dicke bekommen. Weil das Spiel nicht scheiße ist und weiß, okay, es ist auf so einem Polarviech manchmal ein bisschen schwer. Deswegen machen wir die Hitbox jetzt ein bisschen netter. Aber hier so? Nö. Musst aber Millimeter genau da durchhalten, ansonsten ist Essig, danke. Oh, Checkpoint. Vielleicht ein Mitleids-Checkpoint. Aber ist mir scheißegal. Oh, das Viech, ey. Die Viecher habe ich auch nicht verstanden, ey. Deren Hitbox ist einfach das kaputteste am ganzen Spiel. Ach du Scheiße. Wenn ich das schon alles sehe hier. Okay, da links. Ah. Ich dachte, ich schon alles sehe, ey. Leck mir am Sack. Musik immer noch weg. Das wird der Thumbnail, dieser Ausblick hier. Mit dem Titel, ich möchte nicht mehr leben. Mein Gott, ja. Aber hey, 36 Tode sind sogar okay, glaube ich. Ich wette, du hattest dir mehr. Oh. Vielleicht sollte ich mal aufhören, mit dieser Läuft-Attitüde hier ranzugehen. Dann klappt das vielleicht auch besser. Versuche es ja nicht mal. Glaub mir, Leute, auch wenn ich... Fuck! Auch wenn ich seufze, ich gebe trotzdem mein Bestes. Ich meine, man gewöhnt sich so ein bisschen an die Steuerung, aber... Sie ist trotzdem beschissen. Ist trotzdem absolut beschissen. Was habe ich mir jetzt dabei gedacht? Ich weiß es nicht so genau. Ich kann nur empfehlen, ich glaube, das ist besser, wenn man es wirklich mit Steuerkreuz spielt. Weil gefühlt mit dem Analog haben wir noch weniger Kontrolle. Weil es dann noch schwammiger ist. Weil der kann eh nur 1 und 0 ja, in Sachen lenken. Er kann nur lenken oder nicht lenken. Und nicht gewisse Stufen anlenken. Und mit dem Stick hat man da ja dann noch mehr Verzögerung. Und da hoch. Ich weiß halt echt nicht, wo ich lang muss. Da rechts war eine Kiste. Da ist die Chance so hoch, dass ich da eine Kiste verpasse. Weil es einfach so kacke ist, weil ich da auch wieder runterspringen könnte da hinten einfach. Weshalb die Links trotzdem eine Kiste platzieren könnten. Es ist so unfair. Es ist so unfassbar unfair, ne? Wenn die Kamera hilft mir auch hier... Gar nicht, wollte ich sagen. Musik fände ich auch ganz nett. Bitte, Jesus Christus. Bitte, lass mich keine Kiste übersehen haben an dieser Stelle. Bitte. Nein, ich habe Angst bekommen vor dem Viech. Ich dachte, vielleicht wäre nicht schnell genug dann. Ich kann da ruhig rüber reiten, glaube ich. Scheiße. Ja. Ist schon ganz schön langweilig so ohne Musik, so ein Spiel. Da merkt man mal wieder, wie wichtig Musik ist, einfach. Ist halt häufig so ein Spiel. Es gibt wirklich wenig Soundtracks, die sich für mich so wirklich ins Gehirn gebrannt haben. Die jetzt wirklich so, wo ich sage, das sind geile Soundtracks. Bei ganz vielen Videospielen ist der Soundtrack echt egal. Und verschwindet irgendwann für mich, dass ich halt überhaupt nicht mehr weiß, wie der nochmal ging. Ja. Aber trotzdem ist er wichtig, weil wenn er fehlt... Dann fehlt was. Auch diesen Soundtrack hier hätte ich echt vergessen. Weil der Soundtrack vom Spiel ist echt nicht so besonders. Aber jetzt, wo man hier quasi... Scheiße. Gar nichts hört. Ist halt auch sterbend langweilig. Glaub's nicht, ey. Ich
werde echt 2 Folgen lang nur an diesem einen Level sitzen. Und wenn ich dann nicht alle... Ich habe einfach 1000 Wumperfrüchte. Wenn mir dann am Ende echt eine Kiste fehlt, ne? Was? Aber ich tippe auf 90%ig Wahrscheinlichkeit. 90%ig Wahrscheinlichkeit. Ja. Werde ich nicht alle Kisten am Ende haben. Ich weiß das. Immer so. Auch wenn das Level wahrscheinlich nach diesem Abschnitt hier vorbei ist. Es wird einfach nicht... Ne? Es wird nicht reichen. Und dann wird einfach... Ich werde weinen. Wirklich. Es ist... Dieses Level normal machen. Ja, wissen wir schon mal. Okay. Weitere 2 Folgen vom Projekt. Also 2 Folgen hinten ran. Uiuiui. Was tue ich hier eigentlich? Ey, ich spiele aber auch wie so ein Betrunkener gerade. Ah. Sehen Sie die Welt durch die Augen eines Betrunkenen. Ich spiele aber auch wirklich einen Wichs zusammen gerade. Ich gebe mir auch keine Mühe mehr. Ja, aber nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Nach 40 Minuten das gleiche Level. Irgendwann reicht es dann auch mal. Mann, diese Steuerung von dem Viech ist so scheiße. Es reicht nicht mal, da rüber zu kommen. Ich hasse dich. Ex-Fuck-Viech, ey. Das ist aber auch so mies, dass sie in solchen Leveln, das schon 3000 Jahre lang ist, dann auch noch Kisten so mies verstecken. Wir erinnern uns an den blauen Edelsteinbereich, ne? Ich bin froh, dass ich den überhaupt schon mal habe. Und die Kisten aber so mies versteckt waren. Ich habe es gefunden. Bin ich ja froh drum, aber es kann sein, dass noch 10-mal Kisten genau auf diese Art und Weise fies versteckt waren. Dass mir die fehlen. Das kann sein. Das kann sehr gut sein. Die Kamera finde ich übrigens auch mehr als suboptimal, weil du einfach... Oh, überhaupt nicht siehst, wo du lang fährst. Sind wir nicht unter Wasser? Das sieht voll wie unter Wasser aus. Oh. Nein, wir sind im Weltraum, ich weiß. Gas Moxia oder so. Ich hasse es. Dieses Level ist bisher einfach das Auslaugendste. Ich würde nicht sagen, das Stressigste und Nervigste. Ich erinnere mich an das eine Asien-Level, was mich so komplett fertig gemacht hat. Aber das ist das Anstrengendste hier. Also das ist einfach das Lehrendste, weil es einfach so lang ist. Und selbst... Willst du mich verarschen? Jetzt bin ich nicht gesprungen. Und selbst, das... was wollte ich jetzt eigentlich sagen gerade? Weiß es nicht mehr. Achso, ich wollte genau... Das selbst Bonus-Level hat zwar gedauert, aber ja auch nicht unendlich lang. Also selbst ohne meine Hürden des Bonus-Levels dauert dieses Level einfach mindestens... Selbst wenn man ohne Kisten komplett durchspielt, ist man bestimmt eine Viertelstunde dran. Oder noch länger. Oh, fick dich doch, Mann. Wollte ich einmal kurz boosten, weil ich Angst hatte, dass es nicht reicht. Mhm. Ja, es war auf jeden Fall eine spannende Aufnahmesession für mich. Wirklich ein Level. One level at a time. Ja gut, aber wie gesagt, ne, ich werde wirklich... es tut mir auch ein bisschen leid für all jene, die hier vielleicht erwarten, dass ich... mein Gott! Dass ich, weiß nicht... Ehrgeiz habe, ist es nicht der Fall. Wenn ich hier nicht alle Kisten habe, ne? Wenn ich das Level dann nochmal mache irgendwann, ich werde mir einen Guide nehmen, ne? Ich werde nachgucken, wo alle Kisten sind. Ich werde mich hier nicht nochmal 40 Minuten durch ein Level quälen, um dann am Ende wieder Kisten übersehen zu haben. Nein, danke. Es ist, als wenn ich privat spielen würde, wäre es auch schon ätzend. Spring doch da hoch, du Bastard, ey! Wäre so auch schon stressig. Aber im Let's Play, nein danke. 2 Folgen quasi, dann würde ich es natürlich in einer Folge wahrscheinlich machen. Also es wäre eine komplette Folge, einfach eine überlange Folge, nicht ohne Fortschritt. Nee. Nein danke. Brrr. Kann ich wohl? Kann hier nicht rüber, aber ich hatte ein Ding.